Liebe Genossinnen und Genossen, was ich politisch gemacht habe und habe oder gemacht habe und noch mache, das habt ihr ja schon im Kandidatenheft gesehen und ich möchte das nicht alles nochmal aufführen. Ich bin schon seit einigen Jahren mit dabei. Aber ich bin zu Recht von einigen von euch gefragt worden, was ich so in meinem normalen Leben gemacht habe und deswegen möchte ich heute auch mal was zu meiner Person sagen. Nach meiner Berufsausbildung zum Autoschlosser 1985 habe ich auf der Abendschule mein Abitur gemacht und wollte anschließend Lehrer für Englisch und Deutsch werden. Leider kam nach meinem Grundwehrdienst bei der NVA die Wende dazwischen und ich konnte nicht zur Humboldt-Universität, da ich für meine kleine Familie zu Hause erst einmal das Notwendigste an Lebensunterhalt sichern musste. Mein alter Betrieb wurde privatisiert, meine Frau war noch beim Studium und so arbeitete ich erstmal als Lkw-Fahrer in einem Betrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik. Dort trat ich in die IG Metall ein und habe zur großen Freude der Geschäftsleitung entsprechende Betriebsratstätigkeit dort ausgeübt. Mitte der 90er Jahre gründete ich ein eigenes Unternehmen und spielte auch viele Jahre in einer Band. Viele erinnern sich vielleicht noch an einen kleinen Auftritt vor einigen Jahren hier. Heute beschäftige ich mich viel mit Honigbienen und der Ausbildung neuer Imker für unser Land. Des Weiteren engagiere ich mich in Karlau bei einer Flüchtlingsinitiative. Wir kümmern uns um afghanische Familien und Familien aus Syrien und Tschetschenien. Und somit bin ich dann doch noch Lehrer geworden. Ich gebe Deutschunterricht und mein Englisch hilft mir beim Brückenbauen und der Kommunikation. Willkür und Unehrlichkeit, Ungerechtigkeit haben mich schon immer zum Widerstand herausgefordert. Und so kam ich über die Kommunalpolitik, es ging damals um Straßenbaubeitragssatzungen in Karlau, zur Partei Die Linke. Meine größten politischen Erfolge sind die Führung des Kreisverbandes OSL, dessen Geleit in sicheres Fahrwasser nach den großen Schwierigkeiten von 2009, seine wiedererstarkende Reputation in der Öffentlichkeit und die Gründung einer gemeinsamen links-grünen Fraktion im Kreistag Oberspreewald-Lausitz mit meiner anschließenden Wahl zum Kreistagsfraktionschef. Ich bin also Kommunalpolitiker durch und durch und setze immer auf Teamwork. Aufgaben werden bei uns entsprechend der Fähigkeiten verteilt und gut organisiert. Wir bringen in unserem Kreis eine Zeitung heraus, das Rotkirche, mit einer Auflage von 57.000 Stück, und zwar vierteljährlich. Wir haben im Kreisverband eine sehr schöne neue Geschäftsstelle getunt, mit dem Fonds der Partei auch gestützt hier aus dem Land und haben auch noch weitere drei Anlaufpunkte für Leute, die sich für die Politik der Partei Die Linke interessieren. Wir sind also hervorragend aufgestellt. Aber nur mit der Hilfe meiner treuen Mitstreiterinnen, die mir immer zur Seite gestanden haben, viele von ihnen sind heute auch hier, war es möglich, diese politische Arbeit zu leisten. Es kommt nicht von allein, dass wir Teams zu Wahlkämpfen auch in andere Bundesländer entsendet haben. Viele von euch haben unsere Genossinnen aus dem OSL-Kreis bereits auf Anti-Nazi-Demos gesehen in Dresden, in Cottbus, in Senftenberg oder auch bei der TTIP-Demo im letzten Jahr in Berlin. Und deswegen teile ich im Übrigen auch definitiv nicht die Ansicht, dass unsere Partei am Ende ist. Das ist doch alles eine Frage der Motivation. Wir haben das drauf. Gerade im letzten Jahr war so viel Aktivität von uns allen zu sehen, da brauchen wir uns hier nicht zu verstecken. Und auch jetzt ist unsere politische Arbeit so wichtig. Ja, danke. Und auch jetzt ist unsere politische Arbeit so wichtig, da sich menschenverachtende Denkweisen in vielen Köpfen festgesetzt haben und sich Wohlstandschauvinismus, schönen Gruß an Thomas Nord, breit macht. Ja, den müssen wir bekämpfen. Und deswegen wird unsere Partei leben, weil die soziale Frage nach wie vor auf der Tagesordnung steht, weil es immer wieder Menschen wie uns gibt, die gegen diese ganze Einheitssuppe der anderen Parteien etwas tun müssen. Und das müssen wir organisiert und mit gutem Management tun. Und deswegen werde ich meine ganze Kraft dafür einsetzen und ich bitte euch, gebt mir eure Stimme für diesen Landesvorstand. Dankeschön.